Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Stream an diesem Montag. Und ja, es ist wieder eine neue Woche und diesmal ist das Ganze ja auch live und nicht wieder aufgenommen. Ich meine, auf YouTube macht das eigentlich im Prinzip keinen Unterschied. Ja, und ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Hattet keinen Stress oder so. Ja, es geht weiter in Parker and Lane Twisted Minds. Und ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, was das letzte Mal passiert ist. Oder? Oder ist das ist beim letzten Mal das gewesen, dass Parker vom Auto irgendwie, dass sie in dieser Tiefgarage war und nochmal nach Hinweisen gucken wollte? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, ich mache jetzt einfach am besten weiter, damit wir auch herausfinden, wie es weitergeht. Erhalte einen Stern in der ersten Hälfte des Tages. Ich gebe mein Bestes. Der Mann der Stunde! Hat Ihnen Ihr kleiner Ausflug in das Spa gefallen, Vicky? Ach stimmt ja, die waren im Spa. Also, Lane und Parker. Also Parker wurde als erstes, also die Lily, ist als erstes dort gewesen, weil sie eine Karte von dem Chief da gekriegt hat. Und er hat dann auch eine gekriegt, der Lane. Ja. Okay. Für einen Mann in Untersuchungshaft sind sie gut informiert. Und sie sind zu spät. Ich werde Ihren Fall abgeben. Ich werde Ihnen das Honorar zurückzahlen, damit Sie einen anderen Anwalt verpflichten können. Ich werde mit dem Richter sprechen und einen Aufschub für Sie beantragen, um alles zu regeln. Oh, das glaube ich kaum. Ich werde hier einen Sieg feiern, Mr. Lane. Victor Lane? Wer ist denn da? Mr. Lane, wir haben Lily Parker. Wer spricht da? Ist das eine Drohung? Sie werden Darkum vertreten und für seinen Freispruch sorgen, sonst stirbt Lily Parker. Und wenn sie das der Polizei melden, stirbt Lily Parker auch. Das darf nicht wahr sein. So, wie es aussieht, werden wir also doch zusammenarbeiten, Vicky. Nee, ich glaube, bescheuert klingt der nicht. Oh. Wir behandeln hier die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Jacob Darkum. Beginnen wir. Einige Fragen können irreführend sein. Wenn du den Eindruck hast, dass etwas nicht stimmt, wende dich an den Richter und erhebe Einspruch. Der Richter kann dann dem Einspruch stattgeben und die Frage wird geändert. Oder er lehnt den Einspruch ab und du musst nachgeben. Ja, und warum muss ich das jetzt machen? Ich werde jetzt erstmal Wasser gießen. Zeugenstand ist das. Spielanleitung. Die Frage ist irreführend. Wende dich an den Richter und erstatte Einspruch. Tippe auf den Richter. Sie dürfen gehen. Aha. Was ist das jetzt für ein Heini? Hier soll man mal durch. Hier, nimm lieber mal Wasser. Sie dürfen gehen. Beweismitteluntersuchung, Minispiel. Achte auf die Anfrage. Finde den Gegenstand, der die Anfrage erfüllt. Dem passen doch die Karten, oder? Das soll man mal kapieren hier. Was die alle haben wollen. Was ist das? Einspruch. Ah ja, stimmt, weil wir das nicht haben. Das ist irreführend. Sie dürfen gehen.
Nimm lieber mal das Bild, genau. Einspruch? Einspruch abgelehnt. Ah, okay. Ne, kapieren tue ich es trotzdem nicht, aber. Und wir haben noch keinen ersten. Sag mal, könnte ich ein bisschen mehr Zeit kriegen? Das ist ja unglaublich hier. Ja, Lane. Du hast mich eben schon voll gequatscht. Müssen uns mal hier mal ein bisschen mehr ranhalten. Damit wir den ersten Stern auch Einspruch. Wie soll das überhaupt gehen? Was? Einspruch. Oh, ganz knapp. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe es noch geschafft. Ich muss nicht nochmal. Was war denn eigentlich gesucht? Das gibt's auch nicht, Junge. Guck doch mal die Beweise hier, was hier liegt. Du Dödel. Da muss ich das auffüllen. Ja, das kann ich dir geben. Gibt es da etwas, was deiner Meinung nach nicht ins Bild passt? Ach so. Das heißt, ich muss auch noch darauf achten, dass das immer dieselbe. Oh. Ich da mal durch bin. Ja, wo bleiben die Leute denn? Muss er schließlich noch den dritten Stern hinbekommen, oder? Warum muss ich denn ständig hier Einspruch machen, Junge? Hier liegen doch nur die Sachen. Voll nervig mit denen. Warum nicht kriege ich dieses Punkte-Ding hier? Einspruch. Hatte auch noch gerade so für den dritten Stern gereicht. Maus gefunden, Aufgabe gelöst und weiter. Oh, in Ordnung. Dann sehen wir einmal, was wir hier finden können. Evans, überprüfen Sie Ihren Laptop und den Schreibtisch. Ihr beiden seht euch in der Küche um. Haltet Ausschau nach allem, was dort nicht hinzugehören scheint. Verstanden. Ja, sehr, in Ordnung. Und es wird keine Pizza gegessen. Oh. Ordnung ist wohl nicht unsere Stärke, was, Detective? Wusste doch schon immer, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ich hab dir noch nie vertraut. Das reicht jetzt mit Spekulationen. Schließt man keine Fälle ab. Arbeit schließt Fälle ab. Und jetzt Abmarsch. Eieiei. Gehe 250 Meter. Und wenn ich aber mehr laufen will? Der unbesiegbare Victor Lane, wie er leibt und lebt. Wie soll ich denn sonst bitte hier sein? Ich bin überrascht, dass Sie diese Katastrophe von einem Fall übernommen haben, Lane. Das ist ein klarer Fall. Richter Vance und die Geschworenen werden deinen Mandanten schuldig sprechen.
Das ist deine Meinung. Den Fall kannst du unmöglich gewinnen. Sieh dir doch nur die Beweise an. Du wirst deine erste Niederlage einstecken. Ist da rein? Also wirklich, du musst ziemlich verzweifelt sein. Ich mache dir keinen Vorwurf. Gehen wir lieber an die Arbeit. Ja, bin ich auch dafür. Gibt's da auch irgendwann mal ein anderes Bild? Was ich dann überprüfen muss? Ich muss aber an den Tisch. Ich bräuchte mehrere Tische von denen. Musik ist auch irgendwie cool. Ach nee, Einspruch wollte ich doch nicht machen. Entschuldigung. Ich sag einfach Einspruch. Da ist noch nichts passiert. Ja, was willst du denn sonst? Nee, gibt's auch nicht. Such dir was anderes aus, ein Foto oder so. Oder das. Es wäre mal toll, wenn ich noch ein paar andere Heinis hier noch hätte. Einspruch. Na komm. Gott sei Dank. Dass es immer so knapp ist mit diesen, mit dem dritten Stern. Das überlasse ich besser Bucket. Vielleicht kann er ein paar Fingerabdrücke finden. Gute Idee. Wir können die zuletzt gedrückten Tasten identifizieren und so vielleicht ein Muster entdecken. Ist das überhaupt möglich? Hört sich kompliziert an. Für dich hört sich alles kompliziert an. Nichts hier weist darauf hin, dass Parker mit irgendwelchen illegalen Sachen beschäftigt war. Irgendwas ist faul an der Sache, das fühle ich. Irgendwas? Detective Parker ist das Problem. Wir werden schon etwas finden. Warum solltet ihr das finden, Mann? Die ist sauber, von hinten bis vorne, oben, unten. Was für eine Affenhitze. Jeder will zuerst ein Getränk. Och, nö. Dann mache ich hier mal... Ach so, wir sind noch nicht durch. Andrew, was führt dich hierher? Dane, ich habe mich gefragt, ob Sie etwas von meiner Schwester gehört haben. Parker gönnt sich gerade eine kleine Auszeit. Sie ist ja auch nicht der Typ, der ständig Kontakt hält. Ihr wird es aber bestimmt bald wieder besser gehen. Nach all dem, was uns zugestoßen ist, hatte ich gehofft, dass sie hier bei mir wäre.
Das verstehe ich. Ich habe von der Sache damals gehört. Es tut mir leid, Andrew. Ich hasse mich dafür, dass ich diesen Fall angenommen habe. Als ich davon erfahren habe, war es schon zu spät. Ist schon okay, es ist dein Job. Das verstehe ich. Ach so, jetzt auf einmal so verständlich. Aber ich kann mich daran erinnern, dass du den voll zur Sau auch gemacht hast, ne? Meine Schwester war nicht annähernd so verständnisvoll. Naja, darum ist sie wohl auch in die Fußstapfen unseres Vaters getreten. Sie ist hart im Nehmen. Das stimmt wohl. Mach dir also keine Sorgen um sie. Sie wird das schaffen. Hey, dieser Typ wäre hinter Gittern sicherer, jetzt wo Lily Parker ihm auf den Fersen ist. Bitte erheben Sie sich alle. Die Verhandlung hat begonnen. Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Vance. Beginnen wir. Na, ist ja gut. Dann mache ich doch erstmal Wasser. Ach so, jetzt gibt's die also doch. Ich dachte, ich müsste schon Einspruch wieder ein Dingsen. Oh Mann! War keine Zeit dafür. Könnt ihr jetzt mal verpissen, genau. Ja, da für dich Wasser. So, bitte da dich hinsetzen. Für dich gibt's gleich mal einen Becher Wasser. Versucht es aber auch immer wieder, irgendwas zu erwähnen, was hier überhaupt gar nicht. Jetzt hör auf damit, das Buch gibt's nicht. Ach so, einen Hut gibt's tatsächlich. Woher soll ich das denn sehen? Ah, jetzt gibt's die Bilder nicht. Ob ich Zeit hätte, mich hier irgendwo umzugucken, was hier. Nee, das gibt's auch nicht. Nee, eine Säge auch nicht. Als du einen Tag vorher kommen müssen, da gab's Sägen. Ich will meinen Stern haben. Hallo, gehen Sie nicht. Ich habe meinen Stern nicht. Wir müssen halt nochmal rein. Also, wir konnten die Möglichkeiten auf diese hier beschränken.
Wir haben entdeckt, aus welchen Buchstaben das Passwort besteht. Jetzt müssen wir sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Und dafür massierst du jetzt die Unterlage auf dem Schreibtisch, oder was? Naja. Ein Rätsel ausgezeichnet. Legen wir los. Buchstaben sind... Ich fühle... Ich glaube B. Unschuldig, was? Das ist eigenartig. Aber natürlich ist sie schuldig. Das reicht. Wir nehmen Schuld nicht einfach an, Evans. Verstanden? Nun gut, Parker. Ich habe deine Nachricht erhalten. Jetzt gib mir etwas, mit dem ich arbeiten kann. So, jetzt müssen wir da nochmal rein. Toll. Damit... Weil sie es vorhin so gestaut hat auf meinem Tablet. Ich will irgendjemand mal so eine, was auch immer das ist. Eine Serviette und ich weiß es nicht. So, kann er jetzt mal sich verpissen? Alles gemacht. So, jetzt muss er nämlich hier noch was saufen. Und jetzt kann er Fragen beantworten. Da. Ist das ihre Brille? Verdammt, ist übergelaufen. Ach, guck mal, der will eine Serviette oder einen Umschlag haben. Keine Ahnung, nee, das gibt's nicht. Jetzt gib dem das! Ein Foto gibt's auch nicht. Immer diese... Eine Säge, habe ich gesagt, gab's gestern. Ah. Ja, das kann ich dir geben. Außer der blockiert mir den Sitz hier. Blöd, Mann. Da. Ah. Oh, jetzt komm mir nicht so wieder mit deinem Foto, was du haben willst. Ja, das kann ich dir geben. Kann ich wieder was zu trinken, ne? Dahin. Kannst du vielleicht mal was haben? Genau, das Handy. Da. Nein. Nimm doch den Hut, Mann. Deine Brille von mir aus. Und wehe, das reicht jetzt nicht für den dritten Stern. Dann ziehe ich euch bei euch allen den Becher Wasser ab. Auf damit! Na, jetzt nimm doch. Ja, genau. Muss auch gucken. Wehe. Ja, mich nicht nochmal rein. So. Weg damit. Sorge dafür, dass Jacob ruhig stehen bleibt. Wofür soll ich denn noch sorgen? Officer, bitte beschreiben Sie den Tatort für uns.
Es war extrem grausam. Dort waren zwei Kisten, die man auch aus Zaubershows kennt. Die Körper waren vertauscht. Es lagen jeweils zwei Hälften von verschiedenen Körpern in den Kisten. Ruhe! Was ist los, Opa? Hä? Ich lese nur vor. Dann kannst du mir doch nicht das Wort verbieten, du Kleiner. Fahren Sie fort, Officer. Wer hat denn da drüben geredet, Mann? Kurz nach Ankunft am Tatort wandert dieser Mann herein. Seine Hände waren voller Blut und er hielt eine Säge in der Hand. Hat alles an Ort und Stelle zugegeben. Er hat die Morde zugegeben? Ja, er hat. Er hat darüber gelächelt, als ob es ein Spiel sei. Ist ein Spiel! Das reicht, Mr. Dacum. Euer Ehren, ich respektiere die Gewichtigkeit dieser Aussage, aber dieser Mann hier ist nicht zurechnungsfähig. Er besitzt ganz eindeutig Größenwahn. Jeder Verrückte kann die Tat eines Verbrechens für sich beanspruchen. Das ist kein Beweis. Aha. Das stimmt. Wir benötigen hier weitere Beweismittel. Fahren wir fort. Wissen fahren? Was? Mir hat dieses Wort schon immer gut gefallen. Was? Okay. Naja. Soll ich dann auf Geisteskrankheit plädieren? Ich könnte die Rolle spielen. Halten Sie den Mund und lassen Sie mich arbeiten. Ach, jetzt soll ich dafür sorgen, dass er hier im Sitz bleibt, ne? Hier gibt es wieder Fotos zum Angucken. Hier gibt es keinen Hut. Ganz ehrlich, jetzt wo der Zauberstab hier da ist, dann willst du einen Hut haben, du. Gibt es da wirklich kein anderes Bild mal? Damit ich die Waffe oder auch den Benzinkanister mal auswählen kann. Ich habe gesagt, sitzen bleiben, du Ar Hier bitte dahin. Ah, da ist besetzt. Ich habe doch gesagt, du sollst. Oh Mann. Wenn ich da die Punkte nicht zusammenkriege, dann wird's eng, ne? Das ist aber nur, weil der da unbedingt dann wieder hinlaufen muss, ne? Bleibt das denn eigentlich da auch liegen oder verschwindet das dann auch? Ah, es vertrocknet oder zerknittert. Das will dann auch keiner mehr haben, ne? Such dir mal was anderes raus, Junge. Ah, die Musik ist wirklich gut. Doch auch gerade nicht.
Ich glaube, ich muss das nochmal machen, ha? Huh? Wobei es könnte auch klappen, wenn ich noch zwei Leutchen vielleicht hätte. Ach, Gott sei Dank, drei Sterne. Und die Aufgabe haben wir auch gelöst, ne? In Ordnung, Bucket. Sagen Sie mir etwas, das ich noch nicht weiß. Also, das wird Ihnen nicht gefallen, Boss. Ihr Suchverlauf. Haltung zum Bombenbauen? Ach, das ist doch manipuliert, die Scheiße. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal Ihr Laptop. Parker, was hast du dir dabei nur gedacht? Das ergibt keinen Sinn. Sie ändert ihr Passwort, aber löscht ihren Suchverlauf nicht? Ja, das ist in der Tat seltsam. Sie ist eine Detective. Sie weiß, wie das geht. Na, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, dass die Leute das auch wirklich wissen, von denen man ausgeht, dass sie das wissen sollten. Ganz genau. Parker ist recht paranoid. Sie wäre nie so dumm. Das alles zu bedeuten. Ja, dass da vielleicht jemand mit Absicht da diesen Suchverlauf reingetextet hat. Ein geheimnisvolles Tablet. Oder Tablet. Nee, es müsste Tablet sein. Andrew Parker, Sie haben zum Zeitpunkt des Anrufs in der Bar gearbeitet. Ja, das stimmt. Sie haben also den Anruf mitgehört. Ja, aber er war verzerrt, wie bei einem Sprachcomputer oder so. Können Sie diesen Mann hier als den Anrufer identifizieren? Ich bin mir nicht sicher. Die Stimme hörte sich ja wie ein Computer an. Danke, Andrew. Das wäre dann alles. Das ist Ihr brillanter Plan. Beweisen, dass sich der Barkeeper nicht sicher ist? Man hat mir gesagt, dass du gut bist, Vicky. Halten Sie auch irgendwann einmal den Mund? Haben Sie irgendwo ein Batteriefach? Wo ich das mal raus entnehmen könnte? Ach, jetzt ist das Buch da. Cool. Ah, ich sehe da nicht direkt, weil ich mir dann auf die... auf die Schippe hier genommen habe. Mal schon wieder Einspruch. Dings, den Hut gibt's jetzt nicht. Nimm eine Nein, das ist... Mann, Junge, du siehst doch, was hier liegt. Meine Fresse. Nee, der ist auch gerade nicht da. Oh Mann. Was arbeitet hier denn für ein Volk? Nimm ich mal Wasser hier. Na, willst du auch was anderes haben? Guck mal, wir haben ein Buch. Das wolltest du die ganze Zeit haben. Und jetzt willst du davon nichts? Guck mal, ein Buch.
Oder ein Bild, ja, von mir aus. Ja, das wollte ich ja auch gar nicht anklicken. Kommt jetzt noch jemand? Oder auch zwei? Heiliges Kanonenrohr. Ich kann nicht glauben, dass sie so dumm ist. Weißt du, lieber Mann, Donut? Sind dieselben Komponenten, die sie in der Bombe gefunden haben. Das stimmt. Zumindest erkenne ich das hier. Hey, aufhören. Ihr könnt das Beweisstück komprimieren. Das glaube ich ja nicht. Sie sind das Nitrate. Leicht entflammbar. Gehen Sie ein offizielles Entsorgungsteam hinzu und nehmen Sie Evans mit. Bucket, Sie müssen auch gehen. So schreibt es das Protokoll vor. Das passt einfach nicht ins Bild. Warum in aller Welt würde Parker nur so viele Beweismittel hier rumliegen lassen? Gott, die sind dämlich. Nur begeisterte Kunden bringen Punkte. Die sind alle hier vollkommen begeistert. Mein Klient hat kontinuierlich größenwahnsinniges Verhalten an den Tag gelegt. Brechen ziehen oft die Personen an, die dem Größenwahn verfallen sind. Ganz besonders in Bezug auf Mordfällen. Jacob Darkum hat sich freiwillig gestellt. Warum würde ein echter Verbrecher so etwas tun? Es gibt zahllose Beispiele für falsche Geständnisse in Fällen, die in den Medien waren. Hierbei handelt es sich um ein weiteres Beispiel. Darkum ist mental nicht stabil und hat die Morde nicht begangen. Die er versucht hat, für sich zu beanspruchen. Steht hier ist auf unzurechnungsfähig? Ich meine, Unzurechnungsfähigkeit? Mehr hast du nicht auf Lager? Der Möchtegern-Star von einem Staatsanwalt sieht das schon ganz richtig. Wenn sie so weitermachen, werden wir verlieren, Victor. Und das bedeutet, dass Parker tot ist.
Jetzt habe ich zwei Becher Wasser auf der Dings. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich schon einen hatte. Ich bräuchte noch so 5 Leute oder so. Jetzt gibt das doch ab. Na komm, kleiner Ritterstern. Yay! Achso, das geht ja. Hey Chief, was denn? Was haben Sie für mich, Officer? Kommt Ihnen das bekannt vor? Natürlich, das fehlende Messer. Vom Genfile, wie ist das nur hierher gekommen? Bist du verdächtig bei den Pizzen, ne?
Parker muss hinter all dem stecken. Der Chen-Fall, der Zauberkistenmord. Ja, natürlich, das macht ihn nebenberuflich, weißt? Der Chen-Mord, Officer Marx. Alles passt zusammen. Das ist zu glatt, zu perfekt. Kommen Sie schon, Chief. Nicht einmal Sie können diese Beweislast anzweifeln. Was? Moment mal. Egal. Ich zweifle alles an, Officer. Darum habe ich hier das Sagen. Und ich sehe, Sie Hampelmann. Tüten Sie das Beweisstück ein. Wir fahren zurück aufs Revier. Und heute gibt's keinen Kuchen. Zum Feierabend. Ei, das kann ja noch heiter werden mit denen. Spiele mit einem müden Lane. Nee, das mache ich nicht. Es geht los. Schlaf aus, Junge. Der nickt dann zwischendurch wahrscheinlich ein, oder? Oh Mann, mach Platz, Junge. Opa, bist du eingeschlafen oder was? Ja, das kann ich dir geben. Und jetzt verzieh dich. Die, die den Verkehr hier aufhalten, Mann. Wo soll's sein? Und wo ist der jetzt bitte müde, der Lane? Kriege ich das noch irgendwann mit? Na, kommt ihr jetzt mal herbei? Ach, der hat zwischendurch steht er einfach nur rum und macht nichts anscheinend. Hat auch nichts mit Einschlafen zu tun. Hat immer noch einen wachen Eindruck, ne? Brille gibt's auch nicht. Man blockiert doch nicht immer. Nee, das haben wir gerade auch nicht da. Ah, guck mal, 3 Sterne. Und müde ist er auch nicht mehr. War jetzt auch wirklich sehr schwierig.
habe ich auch schon Schlimmeres gehabt. Als ich mit der Emily da damals so ein paar Level hatte, wo es dann hieß, dass sie müde ist. Also die war wirklich... Der war arbeiten ziemlich schwer dann. Und hier ist müde einfach nur... Oh ja, ich bleib mal ganz kurz stehen. Aber dann geht's auch sofort weiter. Also den Zettel habe ich doch schon. Gegenstände verschwinden alle 10 bis 15 Sekunden aus deinem Inventar. Toll. Darauf habe ich auch jetzt voll Bock. Ich bin hier so schnell, es hat überhaupt keine Chance, hier vom Tablett geschmissen zu... Nein, das kannst du mir nicht nehmen! Ich hab noch gesagt, das geht so schnell. Nein! Ich warne dich. Gott sei Dank hat er schnell nach dem Becher gegriffen. Putzi. Na, ah, die Waffe wollte ich doch auch nicht anklicken. Will jemand vielleicht ein Wasser haben, bevor es runter... Ja, guck mal, du willst eins haben. Ah, das ist jetzt weg. Hättest du mal früher danach gefragt, da hatte ich noch Wasser. Weg, oder? Nee, nur das Wasser.
Die Brille ist hier nicht. Siehst du die hier irgendwo? Ja, die Segel kann ich dir geben. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Mann. Oh, fuck. Jetzt nimm den Becher, bevor er weg ist. Noch 3 Sterne. Ihr habt alle Glück gehabt, ja? Hab immer alles vorrätig. Das habe ich immer. Hallo? Mein zweiter Vorname. Na, ja, da auch hin. Nee, das ist der Zauberstab, ja. Im ersten Moment sieht das auch sogar aus wie ein riesen Bleistift oder so. Was kann ich denn für sie tun? Bleiben denn die nächsten? Sollte mal den Türsteher, der mir hier nicht gescheit die Leute reinschickt, mal befragen, was das hier eigentlich soll. Ich habe hier Punkte zu machen. Und die Leute einfach hier aufhalten, hier reinzukommen. Ich glaube, 3 Leute saßen hier noch nie wirklich. Möchtest du lieber einen Zauberstab oder sowas? Ah, nee. Ah, das habe ich doch auf der... Naja, dann habe ich es jetzt nochmal. Alles vorrätig. Alle Sterne. Wunderbar.
Kann ich ja jetzt noch gucken. Ne, danach wollte ich eigentlich nicht gucken. Aber hier, wie viel? 4720 haben wir jetzt wieder gekriegt. Ja, dann kriegst du mal hier alles voll gemacht. So, du auch. Und mit ihm müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen durchhalten. Deswegen kriegt er jetzt auch mal was aufgefüllt. Da fehlt ja nicht mehr viel. Dann habe ich ja alle dann im Prinzip voll. Sehr schön. Mache ich beim nächsten Mal. Mache ich dann noch ein paar Fallakten. Und ja, das war's zumindest für heute Vormittag. Nächsten Montag geht's weiter. Heute Nachmittag gehen wir auf die Ranch. Da gibt's nämlich auch noch einiges zu tun. Und ja, wenn ihr noch andere Dinge sehen wollt, dann schaut am besten auch auf unserem YouTube-Channel vorbei. youtube.com/Helipgurk. Da kann man nämlich unsere bisherigen Streams immer nachschauen und auch noch einige Let's Plays zu Sims gucken. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wann und was wir genau streamen, dann folgt am besten auch auf Twitter, @Calibgurf. Da geben wir nämlich diese Dinge bekannt. Ansonsten haben wir noch unseren Streamplan hier auf Twitch, der eigentlich immer so auf dem neuesten Stand ist. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Montagvormittag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!